Wir sehen zwei Jungprofis im Ring, wobei nur der eine wirklich als jung zu bezeichnen ist. Manuel Char, 21 Jahre alt, rechts im Bild, jetzt links mit der weißen Hose, gegen Pedro Carrion, den 35-jährigen Kubaner. Bei den Amateuren gehörte Carrion zur absoluten Weltspitze. Viermal kubanischer Meister, Juniorenweltmeister und Vize-Weltmeister bei den Senioren. Also das ist erste kubanische Boxgüte. Solche Erfolge hat Manuel Char noch nicht vorzuweisen. Nur 10 Amateurkämpfe, 6 bei den Berufsboxern. Ein junger Mann, der noch viel Erfahrung sammeln muss und sich gleich zu Beginn seiner jungen Profikarriere mit diesem routinierten kubanischen Boxer messen will. Die ersten Hände. Carrion mit der längeren Reichweite. 2,04 Meter groß. Manuel Char 1,91. Aber das sind gefährliche Haken zum Körper. Sehr explosiv, beide Boxer. Und wieder gute Aktion von Char. Ein Mann, der bedingungslos nach vorn geht, der aggressiv boxen kann und der versucht, seinen Gegner zu zermürben. Da eine schöne kurze Linke von Char und dann kam noch die Antwort von Pedro Carrion. Mal schauen, ob sich beide Boxer wieder ein bisschen abgekühlt haben nach dieser hitzigen Schlussphase in Runde 1. Gewaltiger linker Kopfhaken von Manuel Char, der sofort hier ungestüm nachsetzt. Also hier gibt es kein Abtasten, hier gibt es kein Zögern und Zaudern, hier geht es in diesem Kampf gleich richtig zur Sache. Man darf gespannt sein, ob Carrion dieses hohe Tempo 8 Runden gehen kann. Er hat ja nach der Amateurkarriere 2 Jahre pausiert und erst seit einem Vierteljahr bei Hartmut Schröder im Gym. Schöne Aktion von beiden. Erregung nach dieser zweiten Runde, ist überhaupt nicht zufrieden mit der Kampfesweise seines Schützlings, von dem er sehr viel hält. The Diamond Boy, Manuel Char gegen La Estrella, der Stern, Pedro Carrion, geboren in Santiago de Cuba. Lässt sich nicht so schnell beeindrucken. Gute Aktion ist von Char und dann die rechte aufs Ohr geschlagen und auch mit der Innenhand von Carrion. Aber Char ist es gewohnt, gegen Größere zu boxen. Hat im Max Schmeling Gym auch schon mit Nikolai Valujev, dem PBA-Weltmeister, dem 2,13 Meter Riesen gespart. Und da auch ganz gut gegengehalten. Präzision bei diesen Serien, aber Char versucht Druck zu machen. Ah, nicht ungefährlich dieser linke Cross. Im Moment seine wichtigste Bezugsperson. Gefährlich, was da Carrion macht. Viel zu offen nach den Schlägen. Zuschauer begeistert von diesem Kampf. Gute Links-Rechts-Kombination von Char zum Ende von Runde 3. Und wir schauen mal in die Ecke nach dieser Zeitlupe zu Pedro Carrion und Hartmut Schröder. Der ging ins Leere. Manuel Char als kleinerer Mann muss beweglich sein. Jetzt Carrion wieder in der Ecke.
Position von Carrion nicht mehr so druckvoll und das nutzt Schaar sofort aus. Ein bisschen uneffektiv, was Carrion jetzt macht, schlägt zu viel auf die Deckung. Besser diese Links-Rechts-Kombination von Manager. Carrion wieder in der Ecke. Aber da zögert Schaar ein bisschen zu lang. Lässt seinem Gegner zu viele Verschnaufpausen. Versucht seinen Gegner immer unter Druck zu halten, ihm keine Pause zu gönnen. Will ihn zu Schlägen verleiten. Um dann selbst zu treffen. Ja, von der eigenen Wucht des Schlages zu Boden gezogen. In der sechsten Runde von Pedro Carrion. Motivationskünstler Uli Wegner hat seinen Schützen nochmal stark geredet. Wegner weiß, das wird ein ganz knappes Ding. Bislang keine klaren Punktvorteile für einen der beiden Boxer. Die letzten beiden Runden werden wahrscheinlich hier den Ausschlag geben. Manuel Schaar muss das Tempo hochhalten. Nur wenn er der aktivere Mann ist, dann kann er diesen zweiten Angriff bringen. Das ist ein bisschen zu monoton, zu statisch, aber er kämpft. Mit Hartmut Schröder, dem Trainer von Sebastian Silvester, dem Europameister im Mittel, und wieder zwei Treffer für Carrion. Schaar schlägt zu wenig. Unglaublich, was der 35-jährige Kubaner noch aus sich herausholt in dieser Schlussrunde. Fix und fertig die beiden. Pedro Carrion über dem Limit und schwer getroffen von Schaar. Wir haben noch 6 Sekunden. Der Kubaner taumelt durch den Ring, hält sich jetzt fest. Schwerer Wirkungstreffer zum Ende der 8. Runde. Ganz starkes Finish hier von Manuel Schaar. Hier nochmal die Szene aus der letzten Runde, kurz vor Ende. Dieser linke Seithaken. Beide total offen in den Schlusssekunden. Aber Glück für Carrion, dass der Schlag erst wenige Sekunden vor Ende des Kampfes kam. Wenn Schaar die Chance gehabt hätte nachzusetzen, dann wäre es vielleicht ein Knockout geworden. Und er hat noch genug Kraft für so ein kleines Spielchen. Ein Punktrichter wertete den Kampf unentschieden. 2 Punktrichter hatten den Sieger vorne. Den Diamond Boy Manuel Schaar.